Kommt es jetzt bei Manchester United zu einer Sancho-Kehrwende und er könnte doch noch eine Zukunft bei seinem eigentlichen Club haben? Und dann auch gemeinsam mit Joshua Zirkzee stürmen, denn sein Transfer zu Manchester United, der kann nun als fix angesehen werden. Dann sprechen wir auch noch über Entscheidungen bei Borussia Dortmund. Wie geht es da zum Beispiel mit Niklas Füllkrug und aber auch mit Emre Can weiter? Und wir gucken uns auch an, was da jetzt aktuell los ist mit einem potenziellen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bei Kingsley. All das und mehr jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und natürlich auch alle anderen Ligen dieser Welt sind hiermit abgedeckt. Deswegen gehen wir jetzt rein ins erste Thema. Und das erste Thema ist eine Sancho-Kehrtwende. Könnte es jetzt zu einer waschechten Kehrtwende kommen und Jadon Sancho könnte sich mit Erik Den Haag ausgesprochen haben? Genau das berichteten jetzt eben Medien aus England. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben jetzt sowohl Jadon Sancho als auch Erik Den Haag ein klärendes Gespräch geführt. Es soll dabei einfach um die Vergangenheit gegangen sein und man soll jetzt tatsächlich, so berichtet es Romano, einen Schlussstrich unter die Unstimmigkeiten aus der Vergangenheit gezogen haben. Er durfte auch schon wieder mittrainieren und ist fest eingeplant mit in die Saisonvorbereitung. Also es sieht hier echt richtig gut aus und natürlich, es muss jetzt erstmal zeigen, wie lange jetzt so ein Frieden hält. Was passiert, wenn er ihn dann nicht regelmäßig einsetzt? Gibt es dann wieder Ärger hier im Paradies oder gibt es dann vielleicht so eine Art, ja, ich will es gar nicht Rückfall nennen, oder gibt es dann wieder Ärger zumindest mal seitens der Medien oder. Es gibt da viele Optionen, warum das Ganze immer noch schief gehen könnte. Aber tatsächlich soll jetzt Erik Den Haag und eben auch Jadon Sancho, sie sollen sich jetzt näher gekommen sein. Sie sollen sich ausgesprochen haben und das hört sich auch schon mal super an. Spielt er dann gemeinsam vielleicht schon bald mit Joshua Zirkzee? Denn da ist jetzt tatsächlich alles fix. Wie Sky jetzt auch nochmal nachträglich berichtet hat, es ist ein Done Deal. Wir können Joshua Zirkzee als neuen Spieler von Manchester United hier vermelden. Gestern da hat er, wie eben auch Fabrizio Romano berichtet hat, tatsächlich den Medizincheck durchlaufen. Er hat dann auch seinen Vertrag unterschrieben. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2029, also einen langfristigen Vertrag. Er kommt ja vom FC Bologna. Auch die Bayern, sie hatten ja so ein bisschen eine Hoffnung, ob sie ihn vielleicht zurückholen könnten. Das war aber definitiv keine Option. Denn Harry Kane, der ist ja gesetzt bei den Bayern. Und Joshua Zirkzee, der hofft jetzt tatsächlich auch, dass er die Nummer 9 bekommt. Also er will hier ganz, ganz groß rauskommen. Aber was wird jetzt hier an Ablöse fällig? 42,5 Millionen Euro kostet jetzt dieser Transfer. Die gesamte Summe wird in 3 Teilen bezahlt und auch der FC Bayern München darf sich, trotzdem sie ja tatsächlich hier keinen Zuschlag bekommen haben, trotzdem freuen, denn sie werden hier quasi auch an große Teile dieser Ablöse bekommen und die großen Teile dieser Ablöse, die werden dann eben an die Bayern fließen. 50% fließen an die Sebener Straße, sprich 21 Millionen Euro. Darauf können sich die Bayern freuen. Hört sich richtig, richtig gut an. Also die Bayern haben da einen super, super Deal ausgehandelt, als sie ihn damals eben an ja, diverse andere Clubs verkauft haben. Er wechselt ja vom Champions League Club Bologna und ja, apropos, da haben wir heute auf dem Hauptkanal schon drüber gesprochen, das würde ich euch hier nur kurz einmal anmelden. Ja, auch Mats Hummels, der wird jetzt wohl aller Voraussicht nach zumindest mal zu Bologna wechseln. Es gibt da eine erste Übereinkunft, die zumindest jetzt mal tatsächlich besprochen wurde. Hört sich also hier auch ziemlich gut an. Bologna kriegt hier auch 21,5 Millionen Euro. Dementsprechend ist das wirklich super. Die Präsentation des Spielers soll in Kürze erfolgen. Wie gesagt, vielleicht ist sie auch schon erfolgt, wenn ihr dieses Video seht. Aber da haben wir jetzt genug über Manchester United und ihre Spieler. Sprechen wir doch über Jude Bellingham. Der wird ja am Sonntag ja im Finale der EM auflaufen und das wahrscheinlich zum, ja ich sage mal, Problem für Real Madrid. Sein Fitnesszustand soll am Limit sein und es soll ein operativer Eingriff notwendig sein. Seit knapp 12 Monaten spielt Jude Bellingham bei Real Madrid. Seine Debütsaison für die Königlichen hat er wirklich alles gezeigt. 23 Tore, 13 Assists. Er ist ein elementarer Anteil an den ganzen Erfolgen, die man erzielen konnte. Spanische Meisterschaft und Champions League, da hat er seine Aktien mit dran. Doch das soll natürlich sich auch auf Bellinghams Körper ausgewirkt haben. Wie jetzt die spanische Zeitung AS berichtet, ist Jude Bellinghams körperlicher Zustand, der Fitnesszustand, wohl absolut am Limit. Er hat auch alle Spiele bei der EM eigentlich quasi durchgespielt. Er hat in der abgelaufenen Saison sehr, sehr viel gespielt, eigentlich fast immer gespielt. Und jetzt wird er ja wegen dem EM-Finale auch weiterhin nicht so richtig den Urlaub haben können. Das ist auch noch nicht alles. Wie Relevo berichtet, ist es wohl so, dass die Schulterverletzung, die Jude Bellingham hat, aktuell ja so ein bisschen, ich sage mal, fit gespritzt wird, weggespritzt wird. Und das soll tatsächlich wohl auch eine mögliche OP nach sich ziehen. Das ist wohl so, dass er immer ein Schulterpolster unter dem Trikot tragen muss, um sich eben vor harten Treffern zu schützen. Und das hat man auch in der ein oder anderen Szene tatsächlich gesehen. Das stimmt wohl. Und damit die Verletzung auch vollständig ausheilen kann, ist wohl eine OP notwendig. Damit sollte er dann wohl auch weite Teile der Saisonvorbereitung verpassen. Die Engländer, das ist wohl tatsächlich so, die haben natürlich hier irgendwie alles gemacht, um ihn weiter fit zu bekommen. Es sieht wohl so aus, dass
er tatsächlich, wenn es zur OP kommen soll, dann erst wieder im Oktober für ihn weitergehen könnte. Also er würde wirklich Teile der Vorbereitung komplett verpassen und dann aber natürlich auch sehr, sehr viele Spiele verpassen. Also ein absolutes Horrorszenario für Real Madrid und alle Fans von Real Madrid. Aber wie gesagt, Finale ist da noch nichts. Ich gehe mal stark davon aus, dass man bei den Madrilenen versucht, alles, um das irgendwie zu verhindern. Wie gesagt, wir bleiben weiter dran. Spielt Kingsley Coman vielleicht nie wieder für Frankreich? Denn es gab jetzt nun Gerüchte, dass Kingsley Coman wegen der enttäuschenden EM darüber nachdenkt, weil er natürlich auch ständig unter Verletzungsproblemen gelitten hat, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft von Frankreich an den Nagel hängt. Es gab nämlich einen Bericht der renommierten Sportzeitung L'Equipe. Demnach würde Coman wegen den geringen Einsatzzeiten, wegen seinen ganzen Verletzungen und so weiter und so fort, er hat bei der EM nur 15 Minuten gespielt, das ist natürlich sehr, sehr wenig, dann würde er wohl tatsächlich die Schuhe an den Nagel hängen. Und da hat sich jetzt auch gegenüber der Bild ein Sprecher aus dem Umfeld des Flügelstürmers geäußert und hat gesagt, nein, das stimmt alles nicht. Es gibt keinerlei Pläne, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden. Es bleibt eine Ehre für ihn, Frankreich auf internationaler Ebene zu vertreten, egal wie lange er spielt. Gutes Statement an sich. Andersrum verstehe ich natürlich, gerade bei der Verletzungsvorgeschichte, dass natürlich hier ein Rücktritt aus der Nationalmannschaft für ihn grundsätzlich vielleicht eine Option. Ich bleibe da weiter dran an dem Thema und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wie geht es weiter mit Emre Can und Niklas Füllkrug? Denn dahingehend hat sich jetzt Sebastian Kehl, der BVB-Boss, geäußert. Beide waren ja potenzielle Verkaufskandidaten und ja, jetzt ist es aber klar, es wird wohl mit beiden weitergehen. Wir planen mit ihnen beiden, das sagte Sebastian Kehl. Abschiedsgerüchte hat er damit erstmal ausgeräumt. Es sieht wohl so aus, dass sowohl eben Emre Can als eben auch Niklas Füllkrug weiterhin Teil der ersten Mannschaft sein sollen. Frage natürlich, Teil der ersten Elf, Füllkrug, wahrscheinlich, wenn Guirassy eben kommt, mehr Infos dazu auf dem Hauptkanal, da gab es heute nochmal so ein kleines Verletzungsupdate, dann wäre das grundsätzlich natürlich eine Option, dass Füllkrug vielleicht auf die Bank kommt. Er ist auf der Bank gefährlich, wenn er noch später ins Spiel reinkommt, das haben wir bei der Nationalmannschaft gesehen. Ob das für Niklas Füllkrug natürlich auch auf Vereinsebene eine Option ist, das bleibt erstmal abzuwarten. Bei Emre Can, da hat man gesagt, ja, technisch natürlich etwas limitiert. Muss man gucken, vielleicht ist da die Option eben, dass da vielleicht jemand kommt wie Pascal Groß, gibt es ja auch schon Gerüchte, ein neuer Kreativspieler für die Zentrale, dass man ihn vielleicht entweder in die Innenverteidigung mit hineinziehen kann oder gegebenenfalls sogar, ja ich sage mal, darüber nachdenkt, ihn abzugeben. Es soll ja grundsätzliches Interesse von türkischen Clubs geben. Wir bleiben auch hier weiter am Thema dran, aber Stand jetzt können wir erstmal vermelden, nein, beide sollen bleiben. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu allen anderen Themen? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.